21. Dezember. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef. Lukas 1, Verse 26 und 27. Nazareth, ein Ort der Herausforderung. Je nach Ereignis spielen Orte eine bestimmte Rolle in unserem Leben. Manche Orte prägen uns, bleiben in Erinnerung und hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Ein solcher Ort ist nicht unbedingt nur der Geburtsort. Es können auch andere Städte oder Plätze sein, die uns verändern und die wir nie wieder vergessen. Aus Ihrem Leben kennen Sie bestimmt auch solche Städte. Was macht manche Orte denn so besonders? Es sind oft die Ereignisse, die man dort erlebt hat. Für mich persönlich ist seit vielen Jahren das Bibelcenter Breckerfeld zu so einem Veränderungsort geworden. Der vollzeitliche Dienst für Jesus Christus an diesem Ort prägt mich. Die Ortschaft, in der Jesus aufwuchs und seine Kindheit verbrachte, war Nazareth im Norden von Israel. Die Entfernung von Nazareth zu Jerusalem beträgt 102 Kilometer Luftlinie. Allerdings wurde Jesus dort nicht geboren, aber dort wurde Maria die Geburt ihres Sohnes angekündigt. Hier änderte sich ihr ganzes Leben. Tragischerweise berichten die Evangelien in Matthäus 13, die Verse 53 bis 58, dass Jesus in seiner Heimatstadt nicht anerkannt wurde. Da heißt es, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachteter, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Von zentraler Bedeutung im Glaubensleben ist die Tatsache, dass man Jesus anerkennt und nicht ablehnt, so wie es die Leute in Nazareth taten. So kurz vor Weihnachten sollten wir alle unsere Hingabe an Jesus Christus überprüfen. Nehmen wir Anstoß an den klaren Worten Jesu in der Bibel oder sagen und beten wir, was du willst, Herr Jesus, das will ich tun.